Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Full AP Gameplay und diesmal habe ich mir Wladimir genommen und seid mir nicht böse, ich weiß, Nami stand eigentlich an der Reihe, aber Nami wurde von den Gegnern gepickt, direkt vom First Pick und deswegen spiele ich jetzt Wladimir, weil das der zweitmeist gewünschte Full AP Champion war. Dann sehen wir auch mal gleich, wie viel Leben der noch bekommen wird. Und Nami wird das dann im nächsten Full AP Gameplay geben. Also keine Angst, ihr werdet eure Nami noch finden. Und die Gegner werden hier, denke ich, nicht AFK stehen. Von daher, no problem. Der Thresh läuft nochmal eine extra Ehrenrunde. Warum nicht? Und ganz kurz. Das Ding ist, ich kann Wladimir nicht mit Träne und Road of Ages bauen, weil er ja keine Mana braucht. Aber dafür kann ich auf ihm ein anderes cooles Item bauen. Und zwar Realize. Bringt sowieso schon 100 Fähigkeitsstärke plus 400 Leben. Umgerechnet mit seiner Passiven bringt das auch nochmal 10 AP, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, 110 bringen wir Realize. Dann brauche ich noch Rabadon und Sonjas. Das sind die drei Items. Maske macht nicht so viel Sinn. Es wird schwierig. Majors wird auf jeden Fall noch gebaut. Das heißt, wir haben schon mal 4 Items. Ich glaube, ich baue als erstes trotz allem erstmal Will of the Ancient. Das ist sowieso gut für Wladimir und dann, das bringt auch 80 AP. Was bringt sonst noch viel AP? Ganz ehrlich, Rod of Ages ist gut auf Wladimir. Die Mana sind zwar YOLO, aber es bringt auch mehr als 80 AP wegen den Leben. Bringt dann auch 90, glaube ich. Weiß ich, wie viel Ding? Muss ich später im Shop rechnen. Ich baue zuerst Will of the Ancient. Ich glaube, dann wären wir voll. Vielleicht baue ich Road of Ages auf Wladimir und die anderen werden dann denken so, what? Why, Mike? I am Lord and Master. Sonst nicht farme ich erstmal. Okay, er hat den Laser geskillt. Ich dachte, er hat seine... Nein! Ich dachte, er hat seinen Q geskillt. So, mit Wladimir ist es halt, ihr kennt das, viele finden ihn nervig. Ah, hat aber deutlich besser getradet, der Typ. Aber ich bin immer noch im Wladimir. Ich kann mich immer noch hochheilen. Dorans Schild auch eine. Auch eine Heilquelle, die ich habe. Wladimir Late Game ist OP. Die, die es nicht wissen. Eskaliert unglaublich stark. Auch die Ulti ist sehr, sehr, sehr krass. Für Teamfights einfach da. 20% mehr Damage, glaube ich. 12, aber vielleicht geht das noch hoch. Ich glaube, das geht noch hoch. Das gesamte Team. Wir haben den Jungle. Rek'Sai, okay. Da kann ich nicht theoretisch. Ich glaube, der Trade war ganz in Ordnung. So. So, so. Jetzt ist die Frage: Wladimir Top oder Wladimir Mitte? Ich glaube, das kommt aufs Matchup an. Ich glaube, das kommt wirklich nur aufs Matchup an. Reicht mein Auto-Attack? Lang jetzt schwach Auto-Attack. Nein. Auch zwei Auto-Attacks für die. Das ist sehr bitter. Und man maxt die Kuh, da gibt es auch keine große. Oh oh. Okay. Das Gravitationsfeld macht ja glücklicherweise kein Damage. Good job. Erster war klar. Ja, du warst sehr tief drinne. Da muss man sagen. Da ist noch der Rex, Level 3, okay. Ja, Finish Codex macht Sinn. Einserschuhe, weil Movement auch super wichtig ist auf Wladimir. Und wie gesagt, ihr kennt das von meinen Full-AP-Gameplays. Fürs Midgame hole ich mir die Einserschuhe später, wenn ihr verkauft. Aber jetzt nochmal summa summarum. Rod of Ages bringt 60 plus, also 80 AP. Und es bringt 650 Leben, wenn ich das richtig sehe. 650 Leben, davon abgerechnet sind nochmal 65, nee, alle 40 Punkte, also 10, 12, 14, 15 AP nochmal mehr. Also ich komme auch fast mit Rod of Ages auf 100. Also muss ich Rod of Ages doch bauen in dem Full AP Gameplay. Nur die verbesserte Träne macht eben keinen Sinn. Dann haben wir unsere Items voll. Realize, Rod of Ages, Rabadons, Sonjas, Majors und Phoenix Codex. Das verbesserte Phoenix Codex.
Boah, wie viel Schaden macht mein Cube bereits? Oh oh, ich muss clashen, oder? Ein bisschen Leben gönne ich mir noch. Okay, ich habe meinen Flash sparen können, zum Glück. Ich habe mich einfach mal an dem geheilt. Ich glaube, der Rex ist immer noch. Ja, und ich habe recht. Ah, der Klassiker. Da ist der Rengar, mein Süßer. Schön gemacht. Kann er jumpen? Der Vladimir hatte keinen Flash mehr, ich jedoch schon. Damit sieht es echt düster aus für ihn. Er will Draken, warum nicht? Ich hoffe nur, dass das nicht ein zu einseitiges Game wird. Denn ich will meine... Ich will wissen, was in meinem Bild alles drin steckt. Rod of Ages of Vladimir habt ihr sicherlich noch nie gesehen. Aber es macht doch tatsächlich Sinn. Wegen Vladimirs Passiven. Das Lustige, dass dieses Item hier am wenigsten AP bringen wird. Will of the Ancient für einen Vladimir. Holy moly! Wow, 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 wow! Nein! So close! Das waren zwei Leben auf dem Crook. Rod of Ages müsste stacken, Major ist auch, aber ich kann mir nichts anderes leisten außer diesen Geschichten. Dann hole ich mir erstmal Wards und Sweeper. Der erste Tod im Team. Oh, oh, oh. Vladimir ist Bot. Der Hook sitzt. Gutes Timing. Vladimir kriegt, glaube ich, ein Double, aber er tankt den Tower. Nein. 2-1. Good job. Hashtag Burst. Da hat es dem Dings noch ein bisschen an Damage gefehlt. Dem... Wie heißt der Chaco? Ich habe keine Angst. Wer ist der Toplaner? Irelia? Ah, oh, doch, für Irelia habe ich Angst. I don't like Irelia. Am besten ist immer, sich parallel zu der Krabbe zu stellen, wobei jetzt funktioniert es gerade nicht. Hier stehe ich gut. Oh, wie weit ist sie diesmal gesprungen? Oh, Lickrap. Danke. Coole Reaction ist ganz gut auf Vladimir, auch wenn die Mana-Regeneration hier nicht wirklich was bringt. Du hast keine Ulti, Vladimir. Ich hab gesehen, wie du das schon unten... Oh, er lebt! Holy moly! Holy moly! Der Vladimir hat das überlebt, aber sowas von Klaus. Ich habe jetzt schon 25%. Ja, ich kann mich langsam hochheilen. So, Irelia kommen. Ja, sie will den Malphite haben. Malphite ist ein ganz guter Konter gegen Irelia. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr euch sonst noch hochheilen sollt,
Stellt hier einen Ward von mir aus. Nehmt immer mal wieder so einen Tick hiervon. Aber da würde ich eigentlich nur einen Trinket Ward hinstellen. Da für diese Aktion ist es zu teuer, einen normalen Ward reinzustellen. Ich mag den Vladimir-Skin. Dann sieht alles einfach noch blutiger aus. 1100, Rexhey ist da. Mike, ich rasiere dich noch mit Shampoo. Do it. Sehr gerne. Man kann sich auch richtig geil mit Vladimir an der Krabbe im Fluss hochheilen. Pushen ab irgendeinem Zeitpunkt ist auch mega effektiv. Er will den Vayne, dann lass uns das mal tun. Was ist denn bei der Irea los? Bei Irea 80 zu sehr. Okay, die Irea gewinnt noch einigermaßen das Top-Lane. Hat er gut gemacht, gut geteased. Oh, mein Teamster! Oh shit. Ich hab mein Q nicht durchbekommen in meinem Haus. I'm so bad. Aber okay, ich feiere es. Die Gegner kriegen Kills. Das ist das, was sie brauchen. You are dead. Ich krieg nur leider keinen Support mehr. Ja, da war ich zu langsam. Da war ich deutlich zu langsam. Träne nicht. Majors nicht. Rod of Ages müsste ich jetzt eigentlich bauen. Realize ist auch ein super geiles Item. Ich glaube, ich baue doch erstmal Majors. Sorry, habe verkackt in dem Fight. Ich hab's echt verkackt. Was hat der Victor bekommen? Ah, zwei Kills. Victor kann auch gefällig werden. Wait, die haben angefangen? On my way? Okay, ich glaube, ich bin tot, oder? Nee. Puh. Oder? Ein bisschen Damage geht noch. Ein bisschen Damage geht noch, mein Ding. Abgewehrt. Nice Schaden von Varus im Snipe. Der war bestimmt full gecharged. Ich werde ein bisschen was zurückbekommen. Rengar will ulten, glaube ich. Wie sieht's denn farmtechnisch aus? Noch ein bisschen mager. Oh. Bin gerade noch nicht da. Schon gern dieses.
Die schaffen es ja easy ohne mich. Varus hat sogar noch seine Ulti. Das. Die Kalista. Auch down. Ganz komisch. Einerseits denke ich, so wir verlieren. Andererseits schaffen die es. Und in solchen Situationen, wo wir eigentlich behind sind, gewinnen wir und umgekehrt. Crazy, crazy. Hier wäre ja Dive incoming. Wie bitter, dass die Irelia dann. Ups, falsche Taste. Dass die Irelia genau dann offensiv geht. Sie hat am Tor stehen bleiben müssen. Red Buff ist respawned. Kriegt er locker solo, denn Rexha ist bot. Ups. Die haben noch mehrere Leute bekommen. Unschön. Der weiß, dass ich hier bin. Ja. Da sind noch mehr hinter ihm. Er ist nicht alleine. Alter, mein Q macht schon Damage. This is my Danke für den Smite! Ebola. So much blood waiting for purpose. No one cares. Na, Varus, wo ist dein Ulti? Ich habe 3000 Monetos, vielleicht sollte ich aufpassen. Rexha ist auch noch hinter uns im Nacken. Ganz ehrlich, denke ich nochmal die realen Besuch abstatten. Sollte klappen mit Mehrfachs-Ulti. Amirea, ich glaube, sie weiß es jetzt. Lol. Too much disrespect. That Malphite! Dude. Müssen Mitte deffen. Oh shit. Nice. Diese Vladimulti brennt jetzt schon und die war noch nicht einkaufen. Das Geile ist, ich kann durch das Gravitationsfeld, durch den Pool, mit dem Pool gehen. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich werde trotzdem geslowt. Noch ein Bulla! Schade. Komm zu, Wladimir, Papa. Irgendwie bereue ich, dass ich kein Majors gehabt habe. Es sind viele, viele Stakes geworden.
Majors brauche ich jetzt. Na gut, 20 Minuten, noch sehen wir nicht viel AP, aber wir bemühen uns drum. Erstmal alles, was stacken muss. So, die Leute denken jetzt, was ist das für ein Vladimir-Bild? Wird auf echtes Majors und so weiter, aber okay. Als nächstes brauche ich mein Stundenglas. Einfach, weil ich mit Vladimir nicht sterben möchte. Gerade nicht jetzt, wenn ich Majors habe. Stundenglas, Rabadons und Realize. Wenn ich die drei Items habe, dann habe ich meine AP. Ich habe jetzt schon 26 Bonus. Ja, die Passive ist eigentlich ziemlich geil. Und 2500 Leben. Ich bin gespannt, wie viel ich kriege. Kann man eigentlich ausrechnen. Jeder Ability Power macht 1,4... Oh, so viel? 1,4 Leben? Das heißt, wenn ich 1000 AP habe, müsste ich 1400 Leben kriegen durch die Passive? What? Das klingt gerade ein bisschen viel. Ich will nicht zu aggressiv sein. Wie gesagt, Major Stacks sind jetzt wichtig. Ich habe gerade das Gefühl, die Gegner wissen noch nicht genau, was sie machen sollen. Ah, du siehst mich nicht. Das ist das Problem, mein Lieber. Das ist das Problem, wenn sich Rek'Sai einbuddelt. Der hat eine geringere Sicht. Oh. Ah, der Varus wird das zweite Mal jetzt schon von Victor gedrückt. Aber es ist gut. Dadurch bleibt es ein bisschen spannender. Wird nicht ein zu einfaches Game. Der Rengar ist jetzt aber hier auch gerade schon richtig krass am... Wie sagt man? Am Rasieren? Sieben Major Stacks. So langsam stackt sich meine AP. Ja, ich wollte gerade meine Ulti picken. Die klassische Mr. Mike P-Trap. Schade. Inzwischen. Nein, geh nicht rein, Dude. Ich glaube, er konnte nicht reingehen wegen. Wegen dem Knock-up sowieso. Jetzt wird der greedy hier, der... Wow! Und die Lantern! Ha! Richtig nice executed. Botlane Tower ist auch free. Der Rengar kriegt die Kills. Ich heiße Marvin. Das ist schon mal gut zu wissen, mein lieber Marvin. So. Need 5 Drakes für Full AP. Danke. So, 7 Minuten noch, dann ist mein Root of Ages voll gestaked. Das ist jetzt schwer zu sagen, wie viel es am Ende gebracht hat an IP. Das steht ja nicht so wie bei einem Rabadons auf einmal da. 120 IP umgewandelt. Das muss man dann alles in der Passiven sehen. Nur bei der Passiven ist halt alles summiert. Von all meinen Lebensquellen quasi. Ich grüße Jonas, Lennart und Julian, sagt der liebe Fred. Wird das Fred oder Fred ausgesprochen? Fred müsste ja eigentlich ein Doppel-D sein, aber sowas kenne ich gar nicht. Das war eigentlich Fred. Der Alfred. Ja, schafft das noch nicht. Ich gehe lieber die Top-Lane deffen, denn da ist eine Rea. Ich bin Level 14, habe 200 CS.
Der Ränger rasiert zu sehr. Bengo, du rasierst zu sehr. Will AP farmen. In anderen Worten, du spielst so gut. In the Shop. Relays oder Stundenglas? Stundenglas? Reicht nicht. Ich brauche noch eine Wave. Die Laning-Phase ist in diesen anderen, in diesen Full-AP-Videos immer spannend. Und dann irgendwie... Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe sogar Troubles. Und die Gegner haben sogar teilweise höhere Elo in dem Team. Aber trotzdem, irgendwie scheinen die Gegner immer den Faden zu verlieren. Oder sind vielleicht zu fokussiert, mich zu killen. Weiß ich nicht, dann räumt mein Team auf. 500 AP haben wir schon. Mein Rabadons wird später natürlich auch am meisten noch ausmachen. Drake. Und der Ränger jetzt schon wieder. Er rasiert zu viel. Da kommt er, pass auf. Zack. Er wurde exhausted. Das Gravitationsfeld hat ihn nicht richtig getroffen. Muss ich eben den Drake alleine machen. 5 Stück brauche ich, wie gesagt. Das heißt, na, 10 Minuten noch. Weil das schnell vierte, also kann auch schon 6 Minuten vorbei sein. Der Unterschied an Vladimir Full AP mit den anderen Full AP Champions, die ich sonst spiele, ist der, dass ich das Gefühl habe, Vladimir, ich mache gerade nichts. Wenn ich jetzt eine LeBlanc wäre auf 1000 AP, wäre das Spiel schon zu Ende. Und Vladimir, hm. Na, wir groupen auch nicht, ne? Der Rengo muss chillen. Wenn gibt mir Kills wegen Majors. Gang meine Lane von mir aus. Aus hat Ulti. Hook! LOL! LOL! Oh man. What was that? Das glaube ich. Wenn man mit Rengo im Jagdfieber ist, dann kommt man da so schnell nicht mehr runter. Nice! Mehr Joysticks! Füllt euch auf! 13 Stück! Krass, dass ich sogar die Irea so one-shotte. Also was ist one-shotte? Mit einer Kombi down kriege. Der Drengo. Das ist der Grund, warum ich immer, ja, zumindest wegen den Gegnern... No problem. Dann geh eben AFK, dude. Wir gewinnen auch so. Alles gut. Ich muss noch weiterfahren. Ich brauche mindestens ein Item. Vorher will ich nicht berggehen. Oh ja, 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 ja. Gib mir einen Stack. Jawohl. 15 Stacks. Vielleicht ist auch mein Rohr voll.
Legendary. Was haben die Gegner jetzt? Die müssten jetzt eigentlich Group Mode irgendwie Leute catchen. Catchen am besten mit Nami Bubble. Und die Rea Speed Push finde ich auch cool. Also die sollten einfach nur am Tower zu viert stehen und siegen. Dadurch, dass die immer zu weit rausgehen, bieten sich für Ränge an, oder? Die müssten wirklich am Tower stehen. Weil diven werden wir sie jetzt erstmal nicht. Erst recht nicht ohne Malphite. So, deren Blue Buff ist da. With me! Der hätte ihn locker gehen können. Nur weil ich ihn weggepinkt habe, hat das nicht getan. Killt dann noch die Nami. So großen Farm, den sie sich haben. Nice. Das finde ich gut, dass der Varus sich ab und zu wieder snacken lässt. Ich will nämlich gucken, was Wladimir mit 1000 AP alles anrichtet. Das ist mir wichtig. Nach Drake brauchen wir noch Nash. Rabadons würde jetzt auch schon mega viel bringen. Mit Vladimir ist es halt so, wenn sie dich nicht facechecken, kannst du erstmal Leute gar nicht so richtig killen. Vielleicht wird es mit Relays einfacher, weil sie da nicht mehr abbauen. Mal gucken, ob die Irea kommt und mich killt. Ich meine eigentlich, dass ich sie killen kann, aber nur wenn sie alleine kommen. It is time to shop! Okay, ich beruhige mich. Das ist der Grund, warum ich sage, sowas wie LeBlanc, Rengar, Zed, einfach alles, was irgendwann Snowball und nicht mehr aufzuhalten ist, packe ich raus. Ja, wie gesagt, Relays oder Rabadons. Dann bauen wir doch erstmal das teurere. Und holen uns von mir auch schon mal. Ne, Blooper tue ich noch nicht. Ich habe jetzt schon 929 AP! Kommt noch ein Relays rein, was mir 110 IP bringt, zusammen mit Rabadons. Ich komme plus Drake, plus Baron. Da müsste ich auf 1300 kommen. Ich bin gespannt. Da bin ich gespannt. Majest wird noch 5 Stacks kriegen. Blue Pot kommt noch dazu. 1300 könnte klappen. So, jetzt habe ich schon mal 1000. Der Varus. Na, Irea, kommst du hier runter? Du siehst eigentlich an der Krabbe, dass ich hier komme. Rexa ist Bot, also kein Counter-Smile. Die Gefahr besteht nicht. Alter, wie viel Damage machen wir denn? 5 Drake's OP. Den gönne ich mir auch noch. I shall leave this place in ruin. Ignite reicht. Das war mein 20. Stack! 1132! Nice! Guck euch jetzt schon. 1500 Leben! Habe ich schon durch meine Passive. Ich habe 4500 Leben! Das, obwohl ich. Na, bis auf mein Rohr gehe ich auf voll. 1Q. Dude! 2Qs! Oh my gosh! Warte, wie viel heilt mich mein Q? 300. Plus Self-Heal erhöht?
Ich hätte gern jetzt noch meine Rabadons. Solange die Buffs aktiv sind, hätte ich gern noch eine Rabadons. Schnell 1000. Ich brauche 1000 Money innerhalb von den nächsten Sekunden. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Und ein Blue Pot fehlt ja auch noch. Das wird schwer. Es sei denn, ich krieg noch einen Kill hier. Danke. Und ein bisschen Gold. Okay, schnell shoppen, schnell verkaufen. Der Dragon Buff läuft aus. Nein, der Dragon Buff ist ausgelaufen. Aber ich hätte recht gehabt, es wären 1350 wahrscheinlich sogar geworden. Schade. Drake in 230 und Baron in 4. Und ich habe 5000 Leben. Holy moly! Ach du heilige Manege. Guckt euch das an, meine Passive. Gibt mir 1700. Darf ich jetzt weiter rasieren? Jo, finish. Der Ränger geht direkt Ulti. I can lift out position. Zack. Darf ich jetzt weiter rasieren? Ja, bam, kill, bam, kill. Natürlich sehr langsam. Ich will mal ein Q auf Vladimir ziehen. Yes, the damage! Ich lebe ja noch vollkommen. Wait, ich will nicht tanken. Man muss schon sagen, Wellpaid Rengo, das ist echt gut gespielt. Und ja, 1300 wäre drin gewesen. 5000 Leben. Das ist crazy. Es ist noch nicht vorbei. Ja, der Rest lebt gleich wieder, muss ich aufpassen. So, noch einmal Drake und Nash. Dann finito. Ich überlege, ob ich Just for Fun my Way of the Instant verkaufe. Einfach um noch einen Rabatt ins Mal zu bauen. Normalerweise mache ich es ja nicht in Full AP, aber hey. Das wird mir, glaube ich, jetzt keiner mehr übel nehmen. Wir haben ja schon gesehen, was möglich ist. So, hier kommt die nächste Wave ungefähr. Das kann man ja immer sehen. Wow, dieser Wave Clear ist auch so real. Wie lange hält der Blue Pot eigentlich? 3 Minuten, oder? Ja. Das reicht also für die 2 Objectives. Wenn ich das jetzt verkaufe, habe ich genug für einen zweiten Rabadons. Und das hier. Das hat fast gar nicht mehr gebracht jetzt. 1288. Das hat fast gar nicht viel mehr gebracht. Diese 120 AP von Rabadons. Ich bin ein bisschen entspannt. Sie dürfen den Drake nicht kriegen! Zack, Kalista down. Kalista, tut mir so leid, sie wird immer angejammt. Die Welle. Wow, ich hatte Angst. Schnell Nash. Rush den Nash. 1400 habe ich schon. Nein, kann das keiner von den Deffen? Victor, Def will nur noch Nasher. Dynami Deftis. MVP. Victor soll deffen. 50 Sekunden, das kann Dynami nicht deffen.
Nein! Kalista ist wieder da! Nice. Wird es 1500 AP? Müsste es... Ah, ich glaube nicht. So viel bringt der schon nicht. Oh, Deftus. Mein Pot hält noch 1,5 Minuten. Es ist ein bisschen Cheating mit den 2 Death Caps, ich weiß, aber ich wollte gucken, was drin ist. Allein schon die 1850 Leben durch die Passive. Welche Passive bringt dir 2000 Leben fast? Das ist so crazy. Die wollen Nash verhindern. Checkers wollen den Nash verhindern. I got it! 1466! Hashtag. Läuft. Ohne Rabadons wären es so 1350 gewesen. Ohne ein zweites Rabadons. 1940 durch die Passive. Komm schon, Dude. Ein Q. Nein. Okay, liebe Leute, das war's. Die Landing-Phase war ein bisschen spannender, aber so funktioniert Full AP. Du farmst, baust alles. Ihr könnt ja über mein Item-Bild streiten. Ich fand Rod of Ages hat sich gelohnt. 1466 AP und das krasse ist einfach durch die Passive. Ich war nicht nur, dass ich so viel AP hatte, sondern auch noch 5000 Leben. Das klingt ziemlich geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mr. Mike AP. Macht's gut.